Sie sind die Verführungskünstler in jedem Sommer. Beeren. Kaum ein Obst schmeckt so köstlich wie die bunten Früchte. Sie wachsen in der freien Natur, in Gärten und auf Plantagen. Was sich aus Beeren alles machen lässt, der Fantasie scheinen kaum Grenzen gesetzt. Eigentlich kennt man diese Beeren nur aus dem Wald. Heidelbeeren. An sie trauen sich nur ganz wenige Landwirte. Denn Heidelbeeren zu kultivieren und in großen Mengen anzupflanzen, das erfordert Mut und Fachkenntnis. Okay. Stefan Schwalb ist Junglandwirt. Renata. Von seinen Eltern hat er gelernt, wie man Blaubeeren in wärmeren Regionen kultiviert. Die Heidelbeeren bevorzugen Waldboden und sollten nicht zu heiß sein, also die Region, weil die Heidelbeeren mit der Hitze nicht so sehr gut zurechtkommen, weil sie ja aus dem Wald kommen und dadurch braucht die halt eher so ein bisschen geschützteres Umfeld. Rindenmulch und Torf machen die gute, nährstoffreiche Pfälzererde saurer. Die kultivierten Blaubeeren kommen aus nördlicheren Regionen. Sie wachsen an großen Sträuchern, bis 1,50 Meter groß. Und natürlich auch, was optimal ist, wenn sie hoch wachsen, braucht man sich nicht so zu bücken, um sie zu ernten. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Vorteil für die Arbeiter. Da gibt es nicht so viel Kreuzschmerzen. Bei warmen Temperaturen müssen sie gut gebessert werden. Woher die unterschiedlichen Beerensorten ursprünglich kommen und wie sie ihren Weg zu uns fanden, das erklärt Werner Ollich den angehenden Garten- und Landschaftsgärtnern. Der Leiter der Neustädter Gartenakademie sieht im Beerenobstanbau noch eine Marktlücke. Viele von unseren Beerenobstarten haben auch einen Migrationshintergrund. Das heißt, sie stammen aus anderen Ländern, hier in Nordeuropa beispielsweise. Wir haben natürlich auch andere, die aus Asien stammen oder aus Amerika. Das ist bunt und viele Menschen, die dann mal durch Europa gezogen sind, haben immer irgendwas mitgebracht und hier gelassen. Beerenobst ist bei den Landwirten noch ein Nischenprodukt. Der Obsthof in Hetten-Leidelheim ist einer von 50 Betrieben in Rheinland-Pfalz, die sich auf Strauchbeeren spezialisiert haben. Ab Juni ist Himbeerzeit. Sie sind pflegeleicht und müssen nur richtig geschnitten werden. Die stärksten Ruten lässt man stehen und die schwächsten macht man ab. Und somit bekommt man unten viel Licht rein. Das sieht man auch hier schon, da sind schon einige Blätter abgedörrt. Durch den Lichtmangel und Vergilbungen. An den kräftigen Ruten wachsen die dicksten Beeren. Wer mag da widerstehen? Für den Freizeitgärtner ist es natürlich eine wunderschöne Kultur, weil die Gehölze sehr klein sind. Wenn man jetzt an Himbeeren denkt oder an Strauchbeeren, die Stachelbeeren oder die Johannisbeeren, die brauchen schon mal nur sehr wenig Platz. Dann sind die meisten sehr leicht zu kultivieren, was jetzt den Schnitt angeht und die anderen Unterhaltungsmaßnahmen. Und mittlerweile hat sich auch durch die Züchtung ein neues Sortiment ergeben von robusten Sorten, sodass man also durchaus die meisten Beerenarten im Garten ohne jeglichen Pflanzenschutz anbauen kann. Bei den Himbeeren gibt es Sommer- und Herbstsorten. Die Früchte können oft bis Oktober geerntet werden. Bei den Herbsthimbeeren, die fangen dann ungefähr an im Ende Juni, Anfang Juli an zu blühen. Manchmal hat man auch so ein paar Frühblüher und hier geht es jetzt schon so langsam los. Da sieht man deutlich die Blüte und hier sieht man auch schon die ersten Fruchtstände. Und ich denke, da dauert es noch so 2 Wochen, bis die voll blühen. Und dann gibt es in 5, 6 Wochen gibt's, herrliche, schmackhafte Himbeeren. So wie die hier. Holger Stehr, der Chef vom Restaurant Admiral in Weisenheim am Berg, hat Großes mit den kleinen Früchten vor. Er hat sich was ganz Besonderes überlegt und lässt uns dabei über die Schulter schauen. Für den Konditor sind Himbeeren nämlich wahre Verwandlungskünstler.
Ja, wir machen jetzt für unser neues Restaurant eine Himbeertarte. Da waren wir ein bisschen so in Nähe zu Frankreich. Wir sind ja relativ grenznah. Und dann dachte ich mir, wir machen zu den letzten Herbsthimbeeren noch eine schöne Tarte, dass wir nochmal den Spätsommer nochmal erleben können. Zuerst backt Holger Stehr einen französischen Mürbeteig. Dafür nimmt er Butter, Mehl, Mandelgrieß und Vanilleschote. Sein Trick, anfangs nur ein wenig Mehl zumengen. Und das erste Mehl ist einfach, dass der Teig so ein bisschen Viskosität kriegt. Wenn das Mehl lange rührt, entwickelt sich der Kleber und dann wird er so ein bisschen zäh. Mürbeteig lässt sich gut in der Küchenmaschine kneten. Wichtig ist nur, egal ob von Hand oder maschinell, er muss schnell verarbeitet werden. Danach muss er ruhen. Am besten 2 Stunden lang und kühl. Auch in Hettenleidelheim auf dem Obsthof Schwalb muss zügig gearbeitet werden. Noch rechnen die Bauern mit einer guten Ernte. Sie ahnen nicht, dass dieses Jahr alles anders kommen wird. 7. Seniorchef Gerhard Schwalb war einer der ersten Bauern in der Pfalz, der sich an die Beeren getraut hat. Das ist Berufung. Das ist irgendwie, wenn man die Himbeere sieht wachsen, wenn die so voll hängen und wenn abends die Sonne untergeht und lauft da durch. Das ist ein Gefühl, kann man nicht beschreiben. Als kleines Kind habe ich schon immer meinen Garten gehabt und habe dort mit Beeren und Gemüse gearbeitet. Habe auch Gärtner ja gelernt, Fachrichtung Gemüsebau. Und da war das für mich von vornherein klar, dass ich den weiterführe. Zurück ins Restaurant Admiral. In der Zwischenzeit konnte der Mürbeteig ruhen. Jetzt bringt Konditor Holger Stehr ihn in Form und er verrät uns den nächsten Trick. Er beschwert den Teig mit Kochlinsen. Profis nennen das Blindbacken. Blindbacken darum, wenn man das jetzt den Teig oder die Tarte ohne die Linsen in den Ofen backen würde, dann würde der Rand runterfallen. Durch die Hitze, die Butter wird weich werden und wird einfach nach unten laufen. Und die Linsen simulieren einfach die Füllung. Die Linsen können nach dem Backen immer wieder verwendet werden. In Sulzheim in Rheinhessen. Hier gibt es neben vielen Winzern einen Obstbauern. Die Sonne habe ich gerade bestellt, die kommt extra für uns. Und wir werden hoffentlich einen wunderschönen Wanderung, Spaziergang machen durch die Obstanlage. Auch der Spätsommer hat schöne Beeren für uns da. Und zwar haben wir heute die Brombeeren, die Himbeeren, die Johannisbeeren und die Heidelbeeren. Einfach mal folgen. Als Wein- und Kulturbotschafterin bringt Angelika Friedrich Besuchern ihre Region näher. Kulturell und geologisch. Auf diesem Gelände kennt sich Angelika Friedrich von klein auf aus. Kein Wunder, es ist der Obsthof ihrer Familie. Bei den Brombeeren ist es also so, dass nur die dunkel, fast schwarzen Brombeeren so sind, dass sie richtig sind zum Essen. Man merkt es beim Ernten daran, dass man sie anfasst und sie muss ganz leicht abgehen. Tut sie nicht, obwohl sie schon total lecker aussieht, ist sie aber noch nicht reif. Das heißt, man muss einfach die so ein bisschen anfassen und muss da, jetzt sieht man es, geht ganz leicht ab. Ich gebe einfach mal eine in die Runde, dass man es mal sieht. Die geht wieder nicht, die geht wieder. Mhm. Ah, ist schon ziemlich süß. Die ist gut. Angelika Friedrichs Familie hat früher Wein angebaut. Dann kam die Familie auf die Beeren. Herbsthimbeeren heißen die deswegen, weil sie im Herbst reif sind. Ganz einfach. Das heißt, die anderen, die wir hier rechts und links sehen, die sind natürlich abgeerntet schon, weil die natürlich im Frühjahr reif geworden sind. Man sagt so ungefähr Juni, Ende Juni, je nachdem, wie die Witterung ist. Eigentlich machen Beeren keine Probleme, nur dieses Jahr ist alles anders. Ja, das war natürlich in diesem Jahr wirklich eine Herausforderung, wenn man sich die Witterung mal anschaut. Das trockene Frühjahr mit Wassermangel und dann in den Haupterntemonaten für die Beeren, Juli, August,
da hat es auf einmal angefangen zu regnen und das war Stress pur für die Pflanzen. Und wir diskutieren ja im Moment mit dem Klimawandel, wohin das geht. Und eine Aufgabe der Züchtung wird natürlich sein, dass man zusätzlich auf Sorten selektioniert, die halt eben solche Extreme besser abpuffern können. Das Wetter schlägt eine Kapriole nach der anderen. Auch für die Obstbauern ist das Wetter Stress pur. In Sulzheim haben Bernd Wolf und sein Vater einige schlaflose Nächte hinter sich. Ein Schädling hat sich in die reifen Früchte eingenistet. Die Herbsthimbeeren sind alle ungenießbar. Da wir dieses Jahr leider Befallen von der Kirschessigfliege haben und deshalb die Beeren nicht verkaufen können. Eine noch unerforschte Art der Kirschessigfliege hat sich eingeschlichen. Die Fliege an sich, die landet auf der Frucht, bohrt mit ihrem Rüssel ein Loch in so eine kleine Traube und legt im Schnitt zwischen 8 und 10 Eier ab. Ja, ich kann die aufmachen. Hier ist zum Beispiel schon eine Made drin. Das Fiese an der Made ist eigentlich, dass man beim Ernten noch gar nicht sieht, dass die Made in der Frucht drin ist. Die Früchte werden geerntet, kommen in den Lebensmitteleinzelhandel und nach 2 oder 3 Tagen schlüpfen die dann im Markt aus und erst dann ist das Problem wirklich sichtbar. Die Konsequenz für uns ist, die Früchte, so wie hier in dem Fall, jetzt einfach abzuschneiden, sie weg und erst gar nicht mehr in den Lebensmitteleinzelhandel zu bringen, um sie überhaupt gar nicht mehr zum Verbraucher hinzubekommen. Ist halt mit viel Verlust bei uns verbunden und wer schneidet schon gern reife Früchte ab und wirft sie weg? Ja. Das Klima ist so, wie es aktuell ist. Es ist ein bisschen feucht, es ist nicht ganz so warm. Wir sind unter 30 Grad und das ist genau die Temperatur, wo die sich absolut wohlfühlt. In Neuleiningen in der Pfalz. In der Delikatessenmanufaktur von Tobias Überscheer ist die Himbeermarmelade immer zuerst ausverkauft. Vielleicht liegt es an ihrem geistreichen Inhalt. So, für die Herstellung von Marmelade brauchen wir tatsächlich nicht viel. Wir brauchen einen Zucker. Wir nehmen in dem Fall braunen Rohrzucker. Wir brauchen etwas Pektin als Geliermittel. Das ist ein reines Apfelpektin. Und dann brauchen wir Früchte, in dem Fall Himbeeren. Und wir vermischen das jetzt mit unserem Zucker. Ich verarbeite grundsätzlich nie mehr als 2 Kilo Obst auf einmal und verbinde 2 Kilo Obst mit 1 Kilo Zucker. Wir machen also eine klassische 2:1 Marmelade. Das Ganze wird jetzt gründlich vermengt. Der Zucker sorgt dafür, dass sich die Flüssigkeit aus dem Obst löst. Und das Pektin sorgt dafür, dass das Ganze dann später geliert. So, Sie haben ja gesehen, Marmelade kochen ist im Prinzip ganz einfach. Ich zeige Ihnen jetzt aber, wie Sie eine alkoholisierte Marmelade machen können. Der normale Koch oder die normale Köchin würde jetzt hergehen und den Alkohol, den sie in die Marmelade geben möchte, in den Topf mit der kochenden Marmelade reintun. Bietet sich nicht so sehr an, weil Sie haben eine kochende Marmelade und Sie haben einen Alkohol. Alkohol verflüchtigt bei 70 Grad. Wenn Sie einen Alkohol hier reingeben, verflüchtigt der. Sie können aber mit einem ganz einfachen Trick den Alkohol komplett in der Marmelade konservieren, indem Sie ihn vor dem Abfüllen mit einer Spritze aufziehen und dann einfach ganz simpel in Ihr Marmeladenglas reingeben. Jetzt fülle ich eben die kochend heiße Marmelade auf den Alkohol. Der Alkohol verdampft sofort, zieht durch die Marmelade durch. Und bevor der Alkohol jetzt komplett verdampfen kann, verschließen wir das Glas. Und schon haben Sie den Alkohol in der Marmelade gefangen. Zurück nach Rheinhessen. Wein- und Kulturbotschafterin Angelika Friedrich ist mit ihrer Gruppe ein gutes Stück weitergewandert. Zeit für eine Pause in der Sulzheimer Gutsschenke. Essen wir was Bäriges. Ich habe mit dem Koch zusammengesessen und habe mir überlegt, was wir zusammen essen können. Ah, das sieht ja schon ganz lecker aus. Und rausgekommen ist Fleisch mit Beeren. Ob das schmeckt? Und jetzt wollen wir versuchen, wie das schmeckt, was man daraus machen kann. Also wir haben hier gefüllte Schnitzel mit Frischkäse und dazu auch Heidelbeeren gefüllt. Der Kartoffelspieß ist auch gefüllt mit Schafskäse und wie wir hier sehen, auch mit Himbeeren und mit Blaubeeren bestückt. Ja, und dazu wünsche ich einen guten Appetit. Dankeschön. Bitte schön. Dann werden wir das mal probieren. So, dann probieren wir mal. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist eine neue Kombination mit
Obst da drin und dem Käse, es war sehr gut. Ich finde, es ist super gelungen, hat total gut geschmeckt. Ich denke, unseren Gästen hat es auch gut geschmeckt. Ich persönlich bin nie auf die Idee gekommen, das so zuzubereiten. Aber diese Kombination des Obsts mit der Panade von dem Cordon Bleu, ist es eine richtig coole Symbiose zusammen. Es schmeckt sehr lecker. Ob die französische Himbeertarte aus dem Restaurant Admiral auch solchen Anklang finden wird? Der Mürbeteig ist schon mal gelungen. Jetzt kommt eine Schokolade-Himbeermischung. Dafür nimmt Holger Stehr 5 Eigelb und ein ganzes Ei. Dazu 60 Gramm Zucker und Gelatine. Du musst erst die Gelatine einweichen. Und darauf immer achten, dass das Wasser immer eiskalt ist. Weil sobald es ein bisschen Wärme hat, und dann löst sich die Gelatine auf und dann greift man ins Leere. Aus den Himbeeren hat Holger Stehr ein Himbeermark gemacht. Einfach gemixt und durch Sieb gedrückt. Ohne Kerne. Das Ganze tun wir jetzt aufschlagen auf dem Wasserbad. Dass es eine Bindung gibt, dass das Ei sich bindet. Und das ist, passiert so bei 84, 85 Grad. Und Wasserbad ist wichtig. Wenn man es auf dem Feuer direkt machen würde, dann hätte man direkt ein Rührei. So, man sieht schon, dass da eine schöne Bindung drin ist. Und jetzt kann man hier in die warme Masse die Gelatine gut ausdrücken. Und in die warme Masse reingeben. Dann löst sich die direkt auf. So, hier habe ich die Schokolade. Eine Vollmilchschokolade mit einem hohen Kakaoanteil. Die habe ich schon mal geschmolzen. So, und jetzt machen wir damit, denn mit der Himbeermasse eine Emulsion. Also man gibt so ein bisschen von der Masse mit dazu und rührt die auf. Und da sieht man eigentlich schon, dass sie sich so trennt. Und das ist immer die Grundvoraussetzung, die Emulsion bei Schokolade. Egal was man macht, ob man Eis macht oder eine Schokoladensoße, immer mit einer kleinen Flüssigkeit anfangen und das Ganze zu einer Emulsion hochziehen. Jetzt muss die Himbeer-Schoko-Ganache abkühlen. Dann streicht Holger Stehr sie vorsichtig auf den ebenfalls abgekühlten Mürbeteig und ab damit in den Kühlschrank. So lange, bis sie fest wird. Zeit für einen Abstecher in den Hunsrück. Dort ist es immer etwas frischer als in der südlich gelegenen Pfalz. Aber auch hier gibt es Obstbauern. In Argental bei Simmern hat sich Michael Bender auf eine der ältesten Beerensorten spezialisiert. Den Holunder. Im Spätsommer werden die schwarzen Dolden geerntet. Alles in Handarbeit. Der Holunder ist eine wertvolle Heilpflanze. Er wächst oft wild. Die unreifen Beeren sind giftig. Seitdem Holunder für die natürliche Hausapotheke wieder entdeckt wurde, hat er Auftrieb. Holunder ist eine robuste Baumart, wenn er nicht angenagt wird. Wenn man da ein bisschen gräbt, sieht man hier eindeutig, dass die Rinde abgefressen ist. Bei Michael Bender sind viele Mäuse auf den Holundergeschmack gekommen. In der Wühlmäuse, da muss man hinterher sind, sonst sieht die Anlage so aus. Die nagen im Boden, nagen sie einfach die Wurzel an. Das ist eine Delikatesse für die. Und ja, und der Baum stirbt dann ab, der hat dann keine Nahrung mehr. Dieses Jahr hat Michael Bender noch eine andere Plage, die asiatische Kirschessigfliege. Erst kurz vor der Ernte hat er sie entdeckt. 2400 Becher haben er und seine Familie in die Bäume gehängt, um der fiesen Fliege Herr zu werden und die Ernte zu retten. Da ist dann ein Gemisch drin von Essig und Wasser und Rotwein. Der Rotwein ist für sie Betüttele, das Wasser zum Ertrinken. Ja, und so hat die Fliege dann noch den letzten Rest von Ehre und du dann da drin sterbe.
Das Rotwein-Essig-Gemisch simuliert den Geschmack von reifen Früchten und lockt die Fliegen an. Die Kirschessigfliege, die geht hier schon 1 bis 2 Jahre um. Wir haben sie jetzt auch vermehrt in den Gärten aufgrund des milden Winters, den wir hatten. Und das wird uns noch eine Zeit lang verfolgen. Und wir werden natürlich auch uns Strategien überlegen, wie man die Kulturen, gerade auch die Beeren, die im Garten sind und hochattraktiv sind für diese Fliege, wie wir die schützen können in Zukunft. Im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt haben die Biologen den asiatischen Einwanderer schon länger im Visier. Was Drosophila suzukii so gefährlich macht, ist eine Art Sägeapparat am Hinterleib der Weibchen. Mit ihm schlitzen sie reife Früchte auf, um dann ihre Eier abzulegen. Für Werner Ollich ist suzukii die Killer-Variante unter den Essigfliegen. Also im Moment ist es so, dass im Freizeitgarten keine Pflanzenschutzmittel zugelassen sind. Und erfahrungsgemäß ist es natürlich so, dass wenn man einen neuen Schädling hat, dann muss man erstmal schauen, gibt es da natürliche Gegenspieler, die man entweder auch importieren kann oder dass wir hier schauen bei uns, vielleicht gibt es hier einen Gegenspieler oder es gibt zum Beispiel robuste oder resistente Sorten. Holunder ist roh ungenießbar. Er muss immer verarbeitet werden. Aus den Blüten kann man Tee oder Gelee machen aus reifen Beerensaft. Der wirkt wie Medizin und stärkt das Immunsystem. In der Lebensmittelindustrie wird Holunder zum Färben von Joghurt oder Süßigkeiten verwendet. Zurück zu Holger Stehrs Tarte. Bei der Himbeercreme ist es wichtig, die aufgelöste Gelatine nie direkt in die Masse zu rühren. Wäre sehr unangenehm, wenn man dann diese Fäden im Mund hat. Darum immer ein bisschen von der Masse in die Gelatine reingeben. Und das dann in die zurück in die größere Masse. In der Zwischenzeit ist die Schokoladenschicht gestockt. Erst dann kommt die Himbeercreme obendrauf. Auch passt gut dunkle Schokolade zur Himbeere. Wenn die Himbeere schön süß ist und dieses Herbe von der dunklen Schokolade, passt auch prima. Eigentlich passen alle 3 Sorten, auch die weiße passt auch prima. Aber auch immer mit der Süße von der Himbeere immer ein bisschen aufpassen, mit der weißen ein bisschen Säure dazugeben. Dann haben wir dann schöne Komponenten. So, und das wieder kühlstellen. Viele Beeren wachsen wild, an Feldwegen oder in verwilderten Gärten. Dorisa Winkenbach weiß, wo wilde Früchte am liebsten stehen. Ja, obwohl die Brombeeren ja sehr, sehr robust sind und sich so eigentlich durch nichts unterdrücken lassen. Aber dieses Jahr bei den Früchten hat auch denen die wechselhafte Wetterlage zu schaffen gemacht. Entweder zu feucht, Schimmel, oder zu trocken, vertrocknet. Also die Ernte ist nicht so ergiebig dieses Jahr. Wer Wildpflanzen sammelt, muss sich auskennen, denn viele Beeren sind giftig. Es gibt auch Ziersträucher, die wilde Hecken bilden, von denen sind viele ungenießbar oder eben giftig. Brombeeren sind für den Laien leicht zu erkennen. Schon an den Stacheln. Muss man schon richtige Grenzen überwinden, wenn man an die süßen Früchtchen dran möchte. Die hängen meist ja, wie bekannt, ganz oben. Für die Gärtnerin ist die Natur ein übervoller Supermarkt. Manche Wildpflanzen sind wahre Vitaminbomben. Ja, das sind die Hagebutten, die ja sehr viel Vitamin C enthalten. Und die eigentlich erst geerntet werden sollten, wenn der erste Frost drüber ist, weil sich dann die Aromen, die Inhaltsstoffe besser lösen. Aber jetzt tun wir die in Schockfroster und tricksen da ein bisschen. Und dann können wir die jetzt schon weiter verarbeiten. Richtig rot müssen sie natürlich schon sein. Um die Wirkstoffe der Wildpflanzen richtig nutzen zu können, müssen die Früchte penibel zubereitet werden. Um den Sommer einzufangen, müssen die Früchte vorbereitet werden. Das heißt, bei den Hagebutten speziell, die müssen entkernt werden.
Vor allen Dingen aber müssen die Juckhärchen entfernt werden. Das ist ein bisschen Arbeit, aber das kann man auch als meditative Tätigkeit verbuchen und dann ist das auch ganz schön. Neben den Hagebutten hat die Wildpflanzenexpertin noch eine Frucht für sich entdeckt, den Weißdorn. Er soll das Herz stärken. Der Weißdorn ist weniger bekannt und findet sich auch nicht so häufig. Die roten Beeren erkennt man daran, dass sie kleiner als Hagebutten sind. So, ich habe jetzt hier einen Weißdorn gesammelt, Weißdornbeeren gesammelt, die kommen ins Glas. Und um die jetzt im Glas einzufangen, das Aroma des Sommers, dafür mache ich einen aufgesetzten. Das heißt, es kommt auf die Früchte kommt jetzt Candiszucker und auf den Candiszucker kommt ein mindestens 38%iger Alkohol. Und das Ganze muss dann an der Sonne stehen, ca. 6 bis 8 Wochen. Dann wird es abgesiebt und dann sollte dieser Aufguss mindestens noch ein Jahr, dieser aufgesetzte mindestens noch ein Jahr stehen, um sein Aroma zu entfalten. Dorisa Winkenbach hat den Obstschnaps mit Holunder, Brombeeren, Hagebutten und Weißdorn aufgesetzt. So einfach lassen sich die natürlichen Wirkstoffe der Wildpflanzen nutzen. Nur die französische Himbeertarte ist noch nicht vollendet. So, jetzt habe ich hier die fast fertige Tarte. Da haben wir jetzt hier den krossen Mürbteig, innen drin die Schokoladen-Himbeer-Kanasch und dann oben drauf on top den Himbeer-Gelee. Und ganz kommt jetzt noch oben drauf haben wir den Biskuit. Der ist schön dünn, trotzdem schön saftig. Den legen wir hier oben drauf, dass noch ein bisschen was Teigiges mit dabei ist, was zum Beißen und auch als Schutzschicht für den Baiser. Baiser ist steif geschlagenes Eiweiß mit Zucker. Vor allem für saure Früchte ist das süße Baiser das i-Tüpfelchen. Auch dafür kennt der Konditor einen Trick. Die Eiweißmasse darf nicht zu steif geschlagen werden. Sonst fällt sie nach dem Backen wieder zusammen. Besser cremig schlagen, so wie hier. Jetzt mache ich mir das Feld ein für die Himbeeren. Zum Schluss flammt der Konditor das Eiweiß mit dem Bunsenbrenner ab. Man kann das Baiser aber auch kurz im Ofen bräunen. Und fertig ist die französische Himbeer-Schokoladentarte. Oh, sieht das toll aus, Holger. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. So, dann haben wir die Himbeertarte mit dem Schokoladen, Himbeerkanasch, Himbeer-Gelee und oben auf Baiser. Mhm. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Guten Appetit. Dankeschön. Guten Appetit. Dann lassen wir uns jetzt mal schmecken. Jo. Fantastisch. Das Süße mit dem Zucker und den Himbeeren, das bisschen Säuerliche. Das ist ein richtiger Geschmack im Mund. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig sehr, sehr gut. Ja, ich kann nicht sagen, weil mir es zu gut schmeckt. Also ich kann gar nicht aufhören. Also ich bin normalerweise bin ich nicht so sehr für Kuchen. Aber das hier, das ist was Fantastisches. Ist ja kein normaler Kuchen. Ne? Doch, ganz toll. Für Restaurantchef Holger Stehr und seine Frau steht fest, aus den stacheligen Früchten lassen sich viele fantasievolle Gerichte zaubern. In ihrer Küche hat Beerenobst seinen festen Platz. Egal zu welcher Jahreszeit.